viele Romane aus der Feder der Hauptfigur unserer heutigen Sendung, meine Damen und Herren, wurden erfolgreich verfilmt. Aber keiner so recht nach dem Geschmack des Autors. Der war einmal Filmkritiker gewesen und schätzte das Hintersinnige, das Spiel auch mit dem Zuschauer. François Truffaut, das war einer seiner Lieblingsregisseure. Umso mehr freut es ihn, als er Truffaut Anfang der 70er Jahre in einem Fischrestaurant in Nizza traf und dass auch der Regisseur, der ihn persönlich nicht kannte, Gefallen an ihm zu finden schien. Truffaut verpflichtete den Fremden auf der Stelle zu einer kleinen Rolle in seinem Film »Die amerikanische Nacht«. Der Schriftsteller sollte, wie er am Drehort erfuhr, einen eher aalglatten, öligen Handelsvertreter spielen. Graham Greene, denn um ihn ging es. Graham Greene war auf eine boshafte Weise entzückt. Wann erfährt man schon einmal von einem berühmten Regisseur, wie man auf ihn wirkt? Und Greene spielte seine kurze Szene mit Bravour. Erst am Ende des Drehs erfuhr Truffaut, wen er sich da ausgeguckt hatte. Truffaut war nämlich ein großer Bewunderer der Werke von Graham Greene. Es soll eine Zeit gedauert haben, bis er seine Fassung wiederfand. Lachen konnte der Regisseur über diese Begegnung erst Tage später. Hilfreich an dieser Anekdote ist, meine Damen und Herren, dass sie gleich auf mehrere Spuren lenkt. Auf Graham Greene, in dessen erzählerischem Vermögen das Moment der Unterhaltung ganz gewiss nicht an letzter Stelle steht. Denken Sie, verehrte Zuseher, nur an so unvergessliche Stoffe wie »Der dritte Mann« oder fast 10 Jahre später entstanden »Unser Mann in Havanna«. Das waren literarische Vorlagen, von denen Filmproduzenten zwar gerne sagen, das wird ganz großes Kino, die sich dann aber nur in wenigen Ausnahmefällen, wie eben im dritten Mann, als der Vorlage ebenbürtig erweisen. Und für jenen Film, eben für den dritten Mann, schrieb Greene das Drehbuch höchstpersönlich. Dann haben wir Graham Greene, den Liebhaber der Verstellung, des Zwielichtigen, der Haltung des Als-Ob. Seine Helden verhalten sich dabei so unauffällig wie die Prosa des Autors, die nichts mehr zu scheuen scheint als Verführungskraft. Die Sprache dient diesem Schriftsteller stets nur als Mittel zum Zweck. Eine Fähigkeit, ein sehr, sehr großes Talent, das auch große Konzentration voraussetzt. Nehmen wir noch einen dritten Punkt. François Truffaut, meine Damen und Herren, hatte, zurückhaltend gesagt, keine leichte Kindheit. Er hat sich in vielen seiner Filme darauf bezogen. Und auf dem ganz anderen Ende des sozialen Spektrums können wir solches genauso von Graham Greene sagen. Geboren wurde Henry Graham Greene, wie sein voller Name lautete, Anfang Oktober 1904 in eine wohlangesehene und sehr vermögende Familie in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London. Sein Vater war ein angesehener Pädagoge, der 1910 zum Leiter eines renommierten Internats berufen wurde, eines Internats, das auch sein Sohn besuchte. Englischen Privatschulen ging damals der Ruf voraus, ihren Zöglingen untereinander und den Erziehern ein großes Maß an Grausamkeit und an Demütigung und Schikane zu gestatten. Graham Greenes Schule machte da keine Ausnahme. Der schüchterne Sohn des Leiters wurde besonders unbarmherzig gequält. Ein paar Mal versuchte er, sich umzubringen. Er beschaffte sich einen Revolver und spielte russisches Roulette. Mit 16 wurde der Junge für 6 Monate einem Psychiater in London zur Behandlung übergeben. Danach durfte er die Schule wenigstens nach Ende des Unterrichts verlassen. Kündigt sich so die Rolle eines Außenseiters an? Wenn ja, dann fand Greene eine besondere Deutung dieser Rolle. Er suchte Sicherheit in akademischer Distanz, in der geschützten Position eines Kritikers und, ganz wichtig, im katholischen Glauben, zu dem er 1926 konvertierte. Nein, schrieb er später, er sei nie ein katholischer Autor gewesen, sondern ein Autor, der zufällig auch katholisch war. Und er bewies es seiner Kirche mit solchem Nachdruck, dass sie einen seiner Romane flugs auf den Index der verbotenen Schriften setzte.
Über Moral und über die Vergebung von Schuld klafften die Ansichten des Heiligen Stuhls und des Schriftstellers weit auseinander. Und gerechterweise muss man hier anfügen, dass es der Heilige Stuhl war, der sich inzwischen hier ein wenig um einiges bewegt hat. Greens sehr persönliches Verhältnis zur katholischen Kirche kommt vielleicht am besten in einem seiner berühmtesten Werke zum Ausdruck, dem Roman The Power and the Glory, auf Deutsch Die Kraft und die Herrlichkeit. Die Geschichte spielt in den 30er Jahren in einem fiktiven Staat in Mittelamerika, vermutlich ist Mexiko gemeint, denn hier war Green auch als Geheimagent seiner Regierung tätig. Eine linke Regierung hat sich an die Macht geputscht. Ihr erbitterter Gegner ist die katholische Landeskirche, die sich zuvor mit den Kräften der Unterdrückung und der Ausbeutung gemein gemacht hat. Ein junger Priester, der Held des Romans, steht auf der Liste der Gegner des neuen, des linken Regimes. Er wird unbarmherzig von einem jungen Leutnant verfolgt, der noch viele Rechnungen mit dem System der Kirche offen hat. Nun ist dieser Priester alles andere als ein typischer Vertreter eben jener Kirche. Für ihn steht das Gebot der Nächstenliebe an oberster Stelle. Jedenfalls dann, wenn er nüchtern ist. Dieser Priester ist nämlich auch ein schwerer Trinker, hat sogar im Rausch ein Kind gezeugt und befindet sich, streng theologisch gedacht, nicht mehr im allerfeinsten Stand der Gnade. Aber er spürt eine bisweilen heftig verwunschene Berufung in der Seelsorge für die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Wenn man den Vergleich nicht übertreibt, kann man in ihm auch ein Spiegelbild jenes Revolutionärs sehen, der ihn jetzt in der Gestalt des jungen Leutnants von Unterschlupf zu Unterschlupf verfolgt. Am Ende wird der Priester verraten, er soll eine Beichte hören, die ihn direkt in den Hinterhalt seiner Feinde lockt. Dem Priester ist klar, dass ihm eine Falle gestellt wurde. Doch wenn das der Wille seines Herrn ist, gibt es hier eben kein Entkommen. So gerät er vor das Erschießungskommando. Doch bevor er dort sein Ende findet, kommt es noch zu einem ausführlichen Gespräch mit seinem Verfolger, diesem jungen Leutnant, über das Wesen und über die Natur des Bösen. Und in diesem Gespräch lässt uns Graham Greene einen tiefen Blick in sein Verständnis von Sünde und von Schuld tun. Für ihn ist das Böse ein Teil unserer Welt und damit ein Teil unserer menschlichen Existenz. Auch literarische Figuren wendet er einmal gegen seinen schriftstellerischen Zeitgenossen Hubert ein. Auch literarische Figuren erhalten ihren tieferen Sinn, ihre Bedeutung nur dadurch, dass wir sie immer als deutlichere oder weniger deutliche Verkörperungen des Guten wie des Bösen verstehen. Damit machte sich Green nicht viele Freunde unter katholischen Theologen, denen einmal nicht gefiel, dass ausgerechnet ein Schnapspriester ihre Institution repräsentieren sollte, denen aber noch viel weniger gefiel, dass hier aus dem Bösen, wie sie behaupteten, ein Mysterium gemacht wurde. Den Herren gefiel der Teufel besser als ein jederzeit identifizierbares Wesen mit spitzen Boxhörnchen, einem langen Schwanz und strengen Geruch nach Schwefel. Genauso wenig begeistert waren manche seiner schreibenden Kollegen, allerdings aus anderen Gründen. Sie waren nämlich vermutlich stolz darauf, das Feld der Literatur gerade von allen moralischen, allen auf irgendeine Weise als pädagogisch zu kennzeichnenden Impulsen zu befreien. Und wenn schon moralisch, dann bitte auf Seiten des Sozialismus. Das Urteil, bei Green handelt es sich um eine nur dürftig verkappte Herz-Jesu-Literatur, war noch eine der milderen Formen des Protestes. Schriftsteller, meine Damen und Herren, sind naturgemäß nicht weniger Brot- oder Ruhmneidisch als die Vertreter irgendeiner anderen Zunft. Bei Graham Greene verschärfte sich die Missgunst aber noch durch den Umstand, dass er einmal ungeheuer erfolgreich, zum anderen aber auch noch so ein wunderbarer Unterhalter war, ein Entertainer. Der Sohn seines Freundes Evelyn Waugh, der Kritiker Auberon Waugh, sprach in seinem Nachruf auf Green davon, wie dieser sich sein Publikum buchstäblich durch Entertainment erobert habe. Mit diesen, wir haben bereits darauf hingewiesen, so klug beschränkten Stilmitteln.
Schauen wir uns diesen Fall einmal am Beispiel eines anderen Romans an. Wir wenden uns dazu unserem Mann in Havanna zu, jener Geschichte, die im Kuba der späten 50er Jahre spielt, kurze Zeit vor dem Sieg der Revolution des späteren Máximo-Leader Fidel Castro. Graham Greene, füge ich schnell hinzu, war ein Anhänger Castros und auch damit stand er unter Katholiken ziemlich allein. Unser Mann in Havanna heißt James Womelt und ist Vertreter für Staubsauger. Die Geschäfte laufen nicht besonders gut, die Kapriolen der Tochter verschlingen viel Geld. Als also ein Agent des britischen Geheimdienstes MI6 Mr. Womelt auffordert, ein Spionagenetz aufzubauen, willigt der Staubsaugervertreter ein. Er hat keine Ahnung, welche Erkenntnisse von ihm verlangt werden. Dafür verstehen weder sein Führungsoffizier noch dessen Vorgesetzte in London irgendetwas von Staubsaugern. So schickt Womelt die Baupläne von Staubsaugern nach London, die dort als Entwürfe für den Aufbau einer Atomanlage interpretiert werden. Modisch gesprochen als Blaupausen für Massenvernichtungswaren, Waffen. Das geht gut, das kann aber auf Dauer nicht wirklich gut gehen. Menschen kommen ums Leben, die das Erfundene für bare Münze genommen haben. Am Schluss fliegt der Schwindel auf. Naturgemäß kommt es nicht zu einem Skandal. Dafür haben sich zu viele hochrangig Beteiligte blamiert. Im Gegenteil, unser Mann in Havanna wird am Ende noch mit einem Verdienstorden bedacht. Einem nicht sehr bedeutenden allerdings. Das ist schreiend komisch, gewiss. Wenn man allerdings die Geschichte aus einer anderen Position betrachtet, 50 Jahre später, diesmal spielt sie im Irak, aber wieder geht es um geheimdienstliche Erkenntnisse. Wenn man, verehrte Zuseher, den Roman aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann kommt das Lachen dagegen eher etwas stockend. Die Welt der Geheimdienste scheint für viele englische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, jedenfalls für eine bestimmte Periode ihres Lebens, das natürliche Habitat gewesen zu sein. Denken Sie an Somerset Maugham, an Anthony Powell, an den schon erwähnten Evelyn Waugh oder etwas näher am zeitgenössischen Buchmarkt an John le Carré. Graham Greene, den wir dieser Gruppe als hervorragendes Mitglied selbstverständlich zuordnen, hebt sich aus diesem Kreis durch seine Hellsichtigkeit, seine scheinbar altmodische Moralvorstellungen hervor. Und eben auch dadurch, dass seine politische Parteinahme unverkennbar ist. Der stille Amerikaner, etwa die Hauptfigur in Greens in den frühen 50er Jahren in Vietnam angesiedelten Roman, wieder ein Agent, diesmal ein amerikanischer, richtet Unheil durch die Banalität seines Patriotismus an. Er beherrscht nicht einmal die Kunst der Verstellung, hat nicht einmal die Größe des Bösen. Und auch in diesem Roman fällt ein langer Schatten in die Zukunft. Die Handlung wird 10 Jahre später von den realen Entwicklungen in Vietnam im dortigen Krieg eingeholt. Wir bleiben zum Ende bei der Kunst der Verstellung, meine Damen und Herren. Eine englische Literaturzeitschrift veranstaltete, das war kurz nach dem letzten Weltkrieg, einen Wettbewerb unter ihren Lesern. Wer kann im Stil von Graham Greene den ersten Absatz eines Romanes schreiben? Das war die Aufgabe. Den zweiten Preis errang eine Autorin, die allerdings unter Pseudonym schrieb. Es handelte sich um die Gattin von Graham Greene. Der erste Preis ging an einen Schriftsteller, der seine Nachschöpfung gleichfalls unter einem erfundenen Namen eingereicht hatte. Sie ahnen es, meine Damen und Herren, das war Graham Greene selbst.